Hallo und herzlich willkommen bei Bauchjoffs Sendung, in der ich an dieser Stelle mal eine Frage stellen möchte und auch so ein kleines bisschen über die Antwort nachdenken. Und die Frage, die mir jetzt so seit ein paar Minuten durch den Kopf ging, was mich dazu bewegt hat, hier gerade einfach mal auf Aufnahme zu drücken, war die, und sehr ernst gemeint in dem Moment, wohin soll das alles führen? Wohin soll das alles führen, was da so passiert in der Welt da draußen und dadurch aber auch in uns selbst? Als ich diese Frage eben ein bisschen genauer unter die Lupe genommen habe, ist mir aufgefallen, dass man kein Hellseher sein muss, um zu sehen, dass das, was da so passiert, quasi so, dass wir einem roten Faden folgend in eine ganz bestimmte Richtung führt, sich dahin entwickelt. Nee, das klingt so, als wäre das ein langsamer Prozess. Eher so wie eine Rakete, die abgeschossen wurde und gerade schon im Anflug aufs Ziel ist. Eher so. Wohin kann das ausschließlich führen, wenn wir den Weg gehen, den wir so gehen, auf dem wir dummerweise mehr dem vertrauen, was andere uns sagen, nicht immer, aber in ganz wesentlichen Punkten des Lebens, statt alternativ auf unsere eigene Wahrnehmung. Auf diesem Weg sind wir wie Blinde, die darauf angewiesen sind, Führung von anderen zu bekommen und dann auch tatsächlich ohne gar nicht mehr können. Wenn du so weit bist, dass du nicht mehr kannst anders, dann hast du bereits vollständig verlernt, für deine eigenen Belange selbst zu sorgen. Und das ist etwas, was einen freien Menschen ausmacht. Für seine Belange selbst sorgen zu können. Unabhängig von anderen. Vor allen Dingen persönlich unabhängig von anderen. Und stattdessen in Symbiose mit allem um einen herum. Anderes Thema. Aber eigentlich nicht. Es ist eigentlich nur das Gegenteil auf das, worauf ich hinaus will. Denn wohin kann das nur führen, wenn wir uns zunehmend auf andere verlassen
totale Abhängigkeit. Und ich wollte diese Frage einfach nur deswegen gerade mal in den Raum stellen, damit auch außer mir Leute die Möglichkeit haben, ab hier jeden Handschlag, den wir tun, im Rahmen dieser Frage zu tun. Wohin führt das? Das, was ich jetzt gerade mache, führt das in ein eigenständiges Leben, in dem ich Verantwortung selbst für mich übernehme und in der Lage bin, meine Befindlichkeiten, meine Belange, meine Bedürfnisse zu erfüllen, ohne jemand anderem dafür auf den Sack gehen zu müssen? Oder führt mich das, was ich jetzt zu tun geneigt bin, in die totale Abhängigkeit von anderen? So, dem muss jetzt natürlich wieder keiner Sinn abgewinnen können, aber ich bin mir sicher, dass dabei wieder diese 3 bis 5 Leute da sind, die mir dankbar sein werden, dass ich das gerade ausgesprochen habe. Sehr gerne. Tschüss mit F. Ihr wisst, wie es geht. Ne? Wir hören uns wieder. Irgendwann. Immer. Unkraut vergeht nicht.